Noch mehr Abenteuer und Wildnis pur. Versprechen allerdings die Reisen, die Matthias Hammer vermittelt. Bei ihm kann man sich einem echten Forschungsteam anschließen. Abenteuerurlaub im Dienste der Forschung also. Urlaub mal ganz anders. Als Laie teilnehmen an einer echten wissenschaftlichen Forschungsexpedition. Etwa helfen, Geparden zu untersuchen mitten in der afrikanischen Wildnis. Möglich macht das die Organisation Biosphere Expeditions von Matthias Hammer. Seit 10 Jahren organisiert der promovierte Zoologe solche Expeditionsreisen auf allen Kontinenten der Erde. Hammer begleitet die Freizeitforscher bei diesem ganz speziellen Urlaub immer im Dienste der Wissenschaft. Aber heute hat er mal Zeit für uns. Matthias Hammer, herzlich willkommen hier bei uns im Studio. Ja, das klingt ja richtig nach Traumjob. Sie sind ja auch viel unterwegs selber, ne? Also auf alle Fälle ein Traumjob. Ich wollte ja schon immer Feldforscher werden, seitdem mein Vater mich mit in den Wald genommen hat. Also Feuerwehrmann oder Pilot war, glaube ich, nie so mein Ding. Und damit habe ich mir den Traum verwirklicht. Und zwar vor 10 Jahren, da haben Sie nämlich Biosphere Expeditions gegründet. Was hat Sie auf die Idee gebracht, Menschen, normalo Bürger, auf Forschungsreisen mitzunehmen? Also wie gesagt, ich wollte immer schon Feldforscher werden und ich dachte, das mache ich indem ich eine akademische Karriere einschlage. Habe dann auch Biologie studiert, in Biologie promoviert. Und als ich dann am Ende dieser Promotion ankam, da dachte ich mir, naja, also es gibt ja viele Leute, die wollen was anderes als auf dem Teutonengrill und mal was anderes machen in ihrem Urlaub. Und andererseits gibt es auf der ganzen Welt Forscher und denen fehlen meistens 2 Dinge. Das ist erstens Geld und zweitens Arbeitskräfte. Und dann dachte ich mir, ja, diese 2 Dinge müssen ja irgendwie zusammenzubringen sein. Als Student habe ich auch Expeditionen organisiert und irgendwann am Ende meiner Promotion sagte mal jemand, wieso machst du eigentlich dieses Hobby nicht zum Beruf? Und da sagte ich, das ist die Idee, so machen wir das. Und dann haben Sie es gemacht. Aber man kann bestimmt Reisende nicht auf jede Expedition mitnehmen, oder? Welche eignen sich da? Doch, man kann. Also unser Motto ist ja Naturschutz hautnah erleben. Wir wollen ja den Normalbürgern nahe bringen, wie ist es denn, Feldforscher zu sein? Mal Jimek für 1 oder 2 Wochen oder Sielmann oder Attenborough. Und unsere Expedition, wir haben 1 Dutzend in der ganzen Welt, sind so breit gefächert, dass für jeden was dabei ist. Also für jede Fitness, für jede Altersgruppe. Also wir haben nach oben und nach unten keine Grenzen. Wie alt war denn der älteste Teilnehmer bei 87. Ihnen? 87. Oh, und die konnte Respekt. Marschieren, alle Achtung. Aber man braucht doch bestimmt auch so ein paar Fachkenntnisse, nehme ich mal an, oder? Wenn man mit den Forschern loszieht. Das Schöne an der Biologie ist es, dass es Briefmarkensammeln ist. Und damit meine ich, es gibt zum Beispiel keine Technologie, bei dem ich einem Satelliten sagen kann, jetzt guck mal, wie viele Schneeleoparden hier in dem Gebiet sind, guck mal nach den Spuren. Man braucht dafür einfach noch Menschen, die gucken, die Wege ablaufen. Da kann niemand die Arbeitskräfte ersetzen. Und ich kann Ihnen in 2 Minuten beibringen, so sieht ein scharlachroter Ara aus, weil der ist nämlich rot, und so sieht ein blau-gelber Ara aus. Das ist ein Papagei, stimmt's? Genau. Ja. Der ist nämlich blau und gelb. Mhm. Und jetzt setzen Sie sich in das Versteck und zählen bitte, wie viele zu welcher Tageszeit an diese Leckstelle kommen, und damit sammeln Sie für die Wissenschaftler wertvolle Daten. Und die Wissenschaftler sind wahrscheinlich sehr dankbar, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass da Menschen sind, die einfach mithelfen. Aber stört man nicht auch ab und zu mal oder auch die Tiere oder so? Absolut nicht. Also es läuft ja auf diesen 2 Ebenen, Arbeitskraft und die Finanzierung. Sie zahlen also einen Expeditionsbeitrag. Wir garantieren als gemeinnützige Organisation, dass mindestens 2 Drittel davon in das Projekt fließen. Und Sie helfen dann mit, die Daten für die Forscher zu sammeln. Der Clou dabei ist, dass natürlich der Forscher sich Gedanken machen muss, welche Daten will ich sammeln, welche Daten können Laien mit 1-2 Tagen Ausbildung für mich sammeln, die dann wissenschaftlich für mich wertvoll sind. Aber da die Biologie dieses Briefmarkensammeln ist, ist das leicht. Klingt sehr spannend. Ja, 12 Projekte haben Sie derzeit am Laufen. Und das ist schon eine ganz besondere Art, Urlaub zu machen, wie ich finde. Statt am Pool zu liegen und Krimis zu lesen, wilde Tiere beobachten hautnah und dabei Wissenschaftler unterstützen. Und wie das aussieht, wenn zum Beispiel Hilfsbiologen in Namibia unterwegs sind, zeigt uns Steffen Zierhut. Einmal wilden Tieren ganz nah sein, ein Traum für viele. Bei einer klassischen Safari geschieht das gewöhnlich aus einer Beobachterrolle. Anders bei einer Reise mit Biosphere Expeditions. Hier geht es um das Eintauchen in eine Lebenswelt. Namibia im Süden Afrikas. 11 Tage leben die Teilnehmer in Camps in einfachen Strohhütten. Sie befragen Einheimische vor Ort.